Hallihallo und herzlich willkommen mal wieder auf meinem Kanal. Ja, es gibt mal wieder ein neues Update. Ich kann endlich weitermachen und weil dazu hat einfach das letzte Mal noch was gefehlt. Und zwar sind endlich die Zellteile gekommen. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ich habe es am 18. Mai bestellt. Heute ist der 3.6. Das ist schon echt traurig. Ja. Also anders kann man es nicht sagen. Gut, passiert jetzt mal, aber sie sind da. Die restlichen Teile sind gesichert. Da werde ich mich auf jeden Fall nachher direkt ans Werk machen und leg dann direkt auch los. Was ist noch Schönes gekommen? Nachschub. Das hat jetzt auch ein bisschen gedauert, das dauert aber immer. Ja, das sind ja Prints. Und da habe ich jetzt 10 weitere machen lassen. Die restlichen Minifigurenteile sind da. Das freut mich natürlich sehr. So kann ich die vervollständigen und habe meine neue kleine Bricknik-Armee. So, was haben wir noch Schönes? Ich habe hier noch eine Sendung bestellt und zwar hier bei den Boba Brick Gebrüdern. Ja, richtig schön. Dementsprechend ein paar Patentteile. Die haben mir auch so eine schöne Sammelkarte hier noch mit reingegeben. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob die da ein bisschen an meinen Mock gedacht haben. Ich habe nämlich eine Karte von dem Java bekommen. Finde ich richtig cool. Ja, dementsprechend hier einige Tenteile, die ich aktuell brauche. So, das war ja letztes Mal so ein bisschen das Thema, ja, mit den kleinen 1x1. Da habe ich ein bisschen zugeschlagen. Das geht ja auch noch in den Bergbau. Da habe ich ein bisschen zugeschlagen. Alles ein bisschen dabei, ja. Die zweite Sendung, die ich jetzt hier noch bekommen habe, die ist vom lieben Brick her. Und hier ist mein Autogramm von Oskar. falls es euch interessiert, schaut mal rein auf seinem Kanal, Brick her, wie diese Bestellung zustande kam. Und vor allen Dingen das mit dem Autogramm, ich finde das richtig cool. Und genau, hier dementsprechend auch nochmal einige Ten-Teile. Ja, ihr seht also, ich bin im Moment wieder ganz gut versorgt. Das heißt, ich kann jetzt weitermachen, freue ich mich natürlich sehr darüber. Und ich würde jetzt direkt anfangen mit den Zelten, mal so die ersten Entwürfe. Ich lehne mich da ganz stark an einen Mock an, aber ich versuche da natürlich noch das eine oder andere mit einzubringen. Und deswegen lege ich jetzt direkt einfach mal los. Ich möchte das mit den Tasken einfach unbedingt abschließen. Ja, während dem Bau habe ich gedacht, ich halte jetzt mal kurz an, um euch mal das eine oder andere zu zeigen. Ich habe ja gesagt, ich lehne mich hier an einen Mock an und ich möchte das jetzt erstmal bauen, um zu gucken, wie das dann funktioniert und gemacht ist. Aber das Ding, ich zeige es euch hier mal kurz. Alles hält hier wirklich nur an einer Noppe und sobald man nur minimal irgendwas anfasst, hat das direkt in der Hand. Ich meine, guckt euch mal diese Bauart an. Das kann nicht wirklich funktionieren. Ja, also und alles schwebt hier zum Teil auch in der Luft, egal wo, nichts, keine Platte lässt sich mit irgendwas verbinden. Ja, und ich schätze wirklich jeden Mocker, der irgendwas baut oder schöne Sachen macht. Ich weiß das wirklich zu schätzen, aber Dinge, die einfach nur am PC schön aussehen und am PC gebaut sind, die ärgern mich einfach. Und deswegen, ich werde hier was anderes versuchen. Und das zeige ich euch auch gleich. So, und das wäre jetzt eigentlich mal so das erste vorläufige Ergebnis. Ich meine, ich bin jetzt noch nicht ganz hundertprozentig zufrieden, aber es ist schon mal nicht schlecht. Ja. Also im Verhältnis zu dem, wie es eigentlich so von Lego vorher gesehen ist, finde ich das wesentlich besser. Macht optisch wesentlich mehr her. Und auch die Feuerstelle soweit ganz gut, bin ich ganz zufrieden mit. Und ich habe jetzt einfach das komplett überarbeitet. Ja. Also unten drunter, wo eigentlich alles in der Luft schwebt und auf halben Platten angebracht ist, habe ich sogenannte Jumper Plates angebracht. Dann funktioniert das wesentlich besser. Und ich habe hier innen drin, um hier diese also diese Verwinkelungen mit den Hinges hinzubekommen, das habe ich jetzt auch komplett nochmal überarbeitet und habe das einfach wesentlich stabiler gestaltet, wie es eigentlich gedacht ist. Und ich denke, so kommt das auf jeden Fall besser. Ich werde mir jetzt als nächstes die Elemente wieder ziehen. Das wird wieder eine riesen Herausforderung werden. Das muss getan werden. Und dann schauen wir einfach mal, wo wir das Ganze positionieren können. So, die beiden Elemente von hinten habe ich mir jetzt gezogen. Das war wieder eine Wissenschaft für sich, aber hat geklappt. Ich habe jetzt schon mal das Zelt soweit positioniert, wie ich es mir vorstelle. Und ich fange jetzt einfach mal oben ein bisschen an mit Dekorieren. Und dann schauen wir einfach gleich mal, wie das aussieht. So, ich habe meiner Kreativität mal wieder freien Lauf gelassen. Falls euch noch irgendwas fehlt, könnt ihr es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber soweit bin ich jetzt eigentlich mal ganz zufrieden. So sieht es jetzt vom Gesamteindruck her aus. Hinten habe ich hier einfach nochmal ein paar Berge reingesetzt, dass das Ganze nicht ganz so langweilig aussieht. Die paar Tasken habe ich jetzt mal hier oben verteilt. Ich habe noch drei weitere, die werden aber dann vorne mehr im Eingangsbereich am Speeder stehen. Hier habe ich noch einen kleinen Gefangenen mit eingebaut. Ja. Und doch, das gefällt mir eigentlich ganz, ganz gut soweit schon mal. Wie gesagt, wenn euch noch irgendwas fehlt, Suppe. wenn euch noch irgendwas fehlt, könnt ihr es mir gerne mal in die Kommentare schreiben.
Kann man ja jederzeit noch hinzufügen. Aber ich werde das jetzt Ganze, wie gesagt, erstmal positionieren und dann schauen wir uns das mal an Ort und Stelle an. So schaut das aus an Ort und Stelle. Hier muss ich oben auf dem Berg natürlich noch ein bisschen arbeiten. Rechts vom Zelt wird auch noch ein bisschen gearbeitet, aber ich wollte jetzt einfach nur mal kurz einen Gesamteindruck bekommen. Und ich muss sagen, das gefällt mir eigentlich richtig gut. Ja, vom Größenverhältnis her passt das ganz gut da rein auf jeden Fall. Ich hatte jetzt hier vorhin einfach nochmal die Schiffe wegnehmen müssen. Die standen ja noch von der Umfrage hier. Ja, es ist schon tricky, auf den Platten zu laufen, aber ich habe mich getraut. Aber ich denke, das kommt auch richtig gut. Also mir gefällt das auf jeden Fall. Wie gesagt, hier hinten wird dann noch ein bisschen mehr bebaut. Hier vorne wird das Gelände dementsprechend noch ein bisschen angepasst, dass das dann alles schön aussieht. Kann man doch eigentlich soweit nicht meckern. Wie gesagt, wenn ihr noch ein paar Ideen für das Lager habt, ich lasse die Stellen jetzt mal noch offen. Vielleicht habt ihr die eine oder andere Idee noch, was man hier einfügen könnte. Lasst mich nur bitte kein zweites Zelt bauen, das hat echt Nerven gekostet. Oder ja, was ich auf jeden Fall noch habe, ist so ein Jäger, da muss ich nochmal schauen. Da müsste noch einer da sein, der könnte vielleicht einen Angriff aufs Tastenlager machen. Irgendwie sowas in der Richtung. Aber da werde ich nochmal schauen. Ich meine, ich habe noch was. Mir war doch so. Ich habe noch einen T-16, ja, sogar mit passenden Piloten. Das wäre jetzt zum Beispiel noch eine Idee, dass der eventuell hier auf dieses Lager zufliegt. Ja. Also das könnte ich mir so ganz gut vorstellen. Dann haben wir hier hinten auch ein bisschen Action. Und das würde mir ganz gut gefallen soweit. Könnt ihr mir ja gerne mal schreiben, was ihr davon haltet. So, als nächstes wollte ich mich dann mal um den Landeplatz für den Falcon kümmern. Ja, ihr habt entschieden, es soll der Falken werden. Und so wie er jetzt aktuell dasteht, denke ich, müsste er nachher auch stehen bleiben, weil hier habe ich natürlich platztechnisch, muss ich ein bisschen schauen. Aber ich habe da schon eine Idee, wie das klappen könnte. Und da wollte ich jetzt mal anfangen mit dem Bauen und dann schauen wir uns das mal an, wie das hier werden könnte. Ich denke, von oben kann man es jetzt ganz gut erkennen. Ich habe es jetzt hier mal versucht, einigermaßen von der Rundung her hinzubekommen. Es könnte schon ganz gut werden, so, ja. Also ich habe jetzt bisher mit diesen Hinges auch nicht so besonders oft gebaut, muss ich zugeben. Aber ich denke, das kriegt man schon hin. Ja, also wir werden es einfach versuchen und schauen, was dabei rauskommt, wie immer. ja, ich lege mal los. Ich baue jetzt ein bisschen weiter und dann schauen wir mal, ob der Platz so ausreichend wäre. So, jetzt habe ich das Ganze einfach mal nochmal mit Teils und mit ein paar Jumper Plates unterbaut. Also zumindest mal an der Stelle, wo es hält, ja, habe ich, wenn möglich, immer diese Jumper Plates hier verwendet. Und die restlichen Teils, das sind die, wo ich das letzte Mal beim lieben Brickyard gekauft hatte. Ja, sind alle leider schon wieder weg, ne? Aber ich denke jetzt mal hier von der Rundung her ist das Ganze in Ordnung. Ja. Ich möchte jetzt hier auf jeden Fall noch so einen Eingangsbereich haben und den würde ich jetzt als allererstes mal bauen. Ja, es geht ganz gut voran. So soll das jetzt aktuell mal ausschauen, wie ich mir das vorstelle. Ich hatte das natürlich erst ein bisschen tiefer, habe aber gesehen, dass das mit dem Schiff im Hintergrund dann keinen Sinn macht, wenn das dann so weit rüberschaut. Also gehe ich hier auf eine gewisse Grundhöhe hoch. Ja, und das soll sich dann nachher hier über den Ring entziehen. Ein Element von diesen soll dann hier auf jeden Fall noch ein Eingangsbereich werden. Und aber so gefällt mir das bis jetzt ganz gut, muss ich sagen. Ja. Also ich werde das mal so weiterbauen und dann kann man sich das Ergebnis ja mal so weit anschauen. Das hier ist jetzt nur ein Seiteneingang, den ich gebaut habe. Der hat mit dem Haupteingang soweit nichts zu tun. So, und fürs Erste bin ich dann mal soweit fertig. Also es geht jetzt nur um den Grundriss. Ne? Hier oben soll auf jeden Fall noch irgendwas raufkommen. Bin ich für Vorschläge auch gerne offen. Und hier ist wie gesagt der Seiteneingang. Und hier ist dann der Haupteingang von dem ganzen Gebäude. Ja. So schaut das jetzt insgesamt mal aus. Ah, mein Orangensaft in meinem Darth Vader Glas. so soll das von oben ausschauen. Und ich würde das jetzt mal direkt an der Location platzieren, inklusive dem Schiff, um zu schauen, wie viel Platz jetzt insgesamt noch mit drin ist. So, Dille, heil angekommen und das Ganze habe ich jetzt einfach mal hierhin verfrachtet. So hatte ich mir das auch ungefähr auch vorgestellt und muss schon sagen, das steht ganz, ganz gut hier eigentlich so in dem Bereich. Ja. Die Kantine muss man sich jetzt noch ein bisschen wegdenken, das ist jetzt noch nicht so geplant, aber ich denke, das passt auf jeden Fall ganz, ganz gut rein hier in die City. Hier steht jetzt übrigens auch das Schiff drin, wofür ihr abgestimmt habt. Ja, das ist das Schiff hier, der Millennium Falke. Ich muss ihn tatsächlich so stellen, weil viel mehr Platz habe ich nicht in dem Bereich. Aber vielleicht war das jetzt mit der Landebucht auch ein bisschen falsch ausgedrückt von mir oder fehlerhaft ausgedrückt. Denn es kam immer wieder in die Kommentare Razor Crest, ja. Und
Ja, ich weiß nicht, jetzt steht ein Falke drin. Passt natürlich nicht ganz zeitgemäß rein, aber wenn ihr den so drin haben wollt, gerne, ist gar kein Thema, ja. Ich würde aber an dieser Stelle, nachdem ihr jetzt gesehen habt, was hier eigentlich oder wie ich mir das vorstelle, würde ich nochmal eine kurze Abstimmung gern laufen lassen, ob es jetzt wirklich beim Falken bleiben soll oder die Razor Crest mit reinkommen soll. Ja. Man könnte aber auch gar kein Schiff reinstellen, aber ich denke, das wäre dann einfach insgesamt zu leer. Aber es würde mich jetzt nochmal interessieren, deswegen würde ich diese Abstimmung nochmal ganz, ganz gerne machen. Hier auf der rechten Seite, wo jetzt hier noch frei ist, also hier in diesem Bereich, hatte ich mir nochmal eine kleine Werkstatt vorgestellt. Ich müsste eigentlich noch so einen Naboo-Fighter haben, also zumindest einige Teile davon. Die würde ich gerne da reinstellen. Das wäre dann noch die Version in Gelb. Ich muss mal suchen. Und das fände ich noch ganz witzig, wenn der so halb zerlegt da drin steht. Und ja, insgesamt würde ich doch mal behaupten, sieht das dann schon mal insgesamt ganz gut aus. Ist auch einiges wieder gegangen. Hier hinten die Tasken. Ich glaube, die sind noch am Feiern. Ne? Funktioniert das mit dem Zoom? Naja, sieh an. Der Gefangene ist auch noch da. Muss man ja alles mal kontrollieren. Nee, ist doch schön, ja. Und auch von der Höhe her, ich denke, das passt so einigermaßen. Muss man mal kurz hin. Oh, verflixt, Moment. Ja, das war. Nicht hinsetzen, da steht was. nein, von der Höhe her, ich denke, das passt so. Ja. Wie gesagt, hier oben soll auf jeden Fall noch ein bisschen was gebaut werden. Und ich bin eigentlich ganz stolz, so wie es jetzt geworden ist, weil mit dem Rundbau habe ich es jetzt auch noch nie so probiert. Und ich bin eigentlich ganz, ganz zufrieden, wie das gelaufen ist. Und überraschend gut. Ja, dadurch, dass ich durch die Jumperplates immer mal wieder ein paar Aufnahmen gefunden habe, hat das dann auch ganz gut gehalten, ja. Hier nochmal insgesamt ein Gesamtüberblick von der ganzen Geschichte. Und ich hatte jetzt auch kürzlich Besuch da und da ist mein Platter. Starfighter, hier ist er. Ziemlich platt gerade im Moment. Gut, für den habt ihr eh nicht abgestimmt, nicht so schlimm. Auf jeden Fall hier nochmal ein Gesamtüberblick und ich hatte vor kurzem erst Besuch da, wo er regelmäßig meine Videos schaut. Er hat gemeint, Wahnsinn, ist das groß. Also das kommt in dem Video gar nicht so rüber. Und ich habe immer das Gefühl, es ist mir alles hier zu klein, weil ich immer mich wieder einschränken muss. Mir kommen neue Ideen, dann musste ich wieder einschränken. Ja, es ist schade eigentlich. Aber ja, wie gesagt, für das rechte Eck hier hinten habe ich auf jeden Fall noch viele Ideen. Das wird ziemlich voll gebaut werden. Und ja, ist doch mal wieder ganz schön geworden, auf jeden Fall. Ja. In diesem Sinne bedanke ich mich mal wieder fürs Zusehen. Ja. Und hoffe natürlich auf viele, viele Kommentare und Vorschläge, auch wie es hier weitergehen soll und wie es euch bisher gefällt. Ihr kennt mich, ich setze gerne immer wieder sehr gute Ideen um, gar kein Thema und bin hier in dem Bereich auch für alles offen. Ja. In diesem Sinne mal wieder vielen Dank euch allen, euch selbst noch viel Spaß beim Bauen und bis zum nächsten Mal, euer Bricknick.